Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Letzter Part war ja äußerst lustig, war mit dem... Trevor hat den Flugplatz der Lost in Sandy Shores übernommen. Dort können Flugzeuge und Hubschrauber eingelagert werden. Hey Trevor, Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein. Und es sieht so aus... Und es sieht so aus, als sei der Flugplatz der Lost jetzt leer. Du hast sie weggepustet. Okay, ich denke, das macht ihn offiziell zum Eigentum von Trevor Phillips Enterprise. Fahr rüber und sieh es dir an. Rufen wir den nochmal an. Wird wahrscheinlich nicht rangehen. My answering machine is being monitored. Alles klar. Gut. Weil wir können ja jetzt irgendwelche Immobilien kaufen. Wie das geht, weiß ich allerdings noch nicht. Stellt sich aber sicherlich noch im Laufe des Spiels raus. Und wir werden mal mit Trevor einfach mal hier zu dem Fragezeichen der Fremden und Freaks fahren. Dafür brauchen wir aber ein Auto, wa? Und hier glaube ich... nicht rumsteht. Mackenzie Feldherren, Kaufpreis 150.000, Einnahmen 5.000 pro Straßenlieferung und 7.000 pro Luftverfolgung. Drücke zum Kaufen. Jo, nehmen wir. Hey, D! Hey, what's up, man? How you doing? Yeah, Oscar, what's up? No, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, this is gonna be profitable for the both of us, but completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Mm-hmm. Okay. Du hast den Mackenzie Feldhanger gekauft. Dieses Unternehmen sammelt Waffen und transportiert sie von und nach San Andreas. Du hältst 5.000 für jede Straßenlieferung und 7.000 für jede Luftfrachtlieferung. Plus Bonus für gute Arbeit. Benutze das Flugzeug oder den Buggy, um eine Lieferung zu erledigen. Aha. Immobilie gekauft. Jo, wollen wir speichern. Okay. Das ist jetzt unser Eigentum. Ist ja schön, wa? Hat uns zwar 150.000 gekostet, aber Trevor kann jetzt Schmuggelmissionen am Boden und in der Luft übernehmen. Ja, machen wir einfach, wa? Können ja mal eine machen. Turbolader am Fahrgestell jetzt auf Lager. So, I'm sitting in a Go-Kart with nowhere to go. That's an all-terrain vehicle fitted with GPS tracking system, CB radio. That'd be the radio we're talking on, man. We use these to pick up the shipments. There's a plane making a drop soon near a mobile home off East Joshua Road. Make it fast. Those rednecks have been sniffing around. I think you'll find rural American is the politically correct term. And I think the cops got eyes on us, so try to avoid the main roads. Is there anyone who doesn't know about this? Das geht ohne auf Zeit. Das ist ja schön. Ich würde sagen, wir nehmen den direkten Weg, wa? Wenn wir hier schon so einen Teil haben. Oh. Delivery picked up. Fahr zurück zum Flugplatz. Okay. Geht er doch auf Zeit? Nee. Those bastards didn't even get a look in. So, I
einfach durch hier, wa? Ah, Vorgärten platt machen. Schön. Ich werde nicht umsonst haben wir hier ein kann man jetzt nicht Wasser fahren. Ah, man kann. Nicht umsonst haben wir hier ein Geländebuggy, wa? Können wir natürlich auch mal ausnutzen. Trecker fahren. Trecker fahren machen wir auch noch. So. Abgeschlossen. 5000. Gesammelt Pistole. Na gut. Eigentlich wollte ich gerne was ganz anderes machen. Muss mal ein Auto mir organisieren. Wenn sie nicht ein Trecker. Bolt Action Scharfschützengewehr liegt jetzt bei dem freundlichen Ammunition Händler. Das ist ja fein, dass das da liegt. Ich brauche mal ein Auto. So, mal gucken, was jetzt hier so kommt. Nehmen wir den. Ey, bleib mal stehen. Nehmen wir halt den. So, mal anhalten. Sind da zwei Typen drin. This is just a robbery. Haben wir da. Machst du nix? So, dann werden wir erstmal zu den Fremden und Freaks fahren. Oh, hier ist ein Obststand. Mitten auf dem... im Niemand. Im Niemandsland. So, nächste rechts. Ja, Trecker vor uns. So, und da werden wir natürlich unsere anderen Charaktere, die dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen. Weil die machen ja so nebenbei auch noch was. Zwar nur unwichtige Sachen, also die wichtigen Sachen machen sie natürlich nur, wenn wir sie steuern. So, was gibt's denn hier? Gibt's hier irgendwo ein Problem? Hope all's well. Hey, bud. What you do? Nothing. What you up to, Cletus? Nothing. Hunting what? Retirees? Nah, just stuff. Windows, antenna, tires. Vermin. Ah, so that was you. 'Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, you want to come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? All right, then. Up here with you. Ah, ja. Folge Cletus. Cletus. I got just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. You're gonna love this. Okay, you see them three big satellite dishes? A decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already did. Screw them. Schieß auf die Satellitenschüsseln. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Yeah, that's it. Give him hell. Shoot another one. Jo, machen wir.
Boom! Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No denying that. Now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. Okay, machen wir. Welches Auto dürfen wir denn nehmen? Den Bookie? So, what now? We're gonna try our luck on something less stationary. Ooh, liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Ain't she a beauty? Drives like a dream. Ja, mal schauen. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe. Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local, small batch, farm-to-table bullshit. You know, I could maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. You keep on criticizing my shooting. You'll be starring in a snuff with that rifle. This is a $4,000 vehicle. Here we are. So, what you jagen wir denn jetzt? Shut out the tires on a car before? Oh, you'd be surprised. Well, let's see what you got then. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I want to see how you deal with a moving target. Du Scheiße. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good, plain, old-fashioned fun. Hellfire! Anybody can ping the bodywork. Ich soll jetzt hier auf Reifen schießen, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Not the car, Trevor. Das ist nicht so einfach. When in doubt, take him out. So, kommt da noch einer? Tja. Gibt's doch ja nie. Nice! Go on, one more, just for the hell of it. Aha, wir haben doch getroffen. That ain't right. Cars don't burst. Shoot the tires. Steht der da noch? Ja, komm, umbringen wollen wir keinen, wa? Come on, gotta show them sometimes you ain't a slave to the system. Bleib stehen. Alter. That's just plain evil. I never knew you were such an agitator, Cletus. All these damn tourists coming out here to gawp at rednecks. Give them what they want, I say. Ich treffe ihn nicht. Hell no! Sometimes I come up here with my girl. I ain't the prettiest, but she can handle a firearm like a Marine. She got lucky with you, all right. Metal don't count. That's it, beauty. In again, Trevor. Looks like maybe you could use some more practice. Right, let's change it up. Come on, follow me. Okay. Ah, schön. Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? The two most popular guys in town. Not too Am I glad I ran into you? Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. Whatever cranks a tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors.
Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. And we are nothing if not neighborly. Gut, jetzt sind wir also auf Kojotenjagd. Ist ja auch schön. We'll get a better shot from up here. Ja, Mensch, wa? Hat man gut zu tun. Da sind sie. Alright, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. You're just spooking them. Ha! Sing to me now, song dog! And another! Haut man nicht ab hier. Kommen die wieder? Damn varmints always getting at the trash and chicken. Worst thing about the Alamo Sea, coyotes. I don't know. I can think of a couple more things. Dropped it like a bad habit. I think you got one more in you, Trevor. Wir müssen mal gucken, wo welche rumrennen. Da ist noch einer. Der steht gerade günstig. That should do it. Nicely done. I reckon you should tag along next time I go hunting out at Palito Bay. I'll show you how to bag an elk. Why not? All right, gotta go. I'll send you a text when I'm about. Mhm. Neue Kontaktglieder bestanden. Zielübung. 2-1. Hilfe, Hilfe. Schlechte Verbindung abgeschlossen in Silber. So.